Frau Pulver, Sie wirken jugendlich und vital wie ein Mensch, der im Jetzt steht. Bevor wir also Rückschau halten, würde ich Sie bitten, einmal nach vorn zu blicken, in die Zukunft und vielleicht zu sagen, wie Sie die folgenden Jahre Ihres Lebens am liebsten gestalten würden. Ich muss Ihnen dazu sagen, dass ich eigentlich nicht in der Zukunft und auch nicht in der Vergangenheit lebe, sondern in der Gegenwart. Und ich weiß nicht genau, was nun auf mich zukommt. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe, dass ich noch ein bisschen arbeiten kann, dass ich ein paar gute Freunde habe. Das ist das Wichtigste. Ihre Eltern Germaine und Fritz Eugen Pulver stammten beide aus der Schweiz, aus Bern. Ihr Vater war beamteter Ingenieur, die Mutter führte den Haushalt und erzog ihre Kinder Emanuel, Corinne und Lieselotte. Als jüngstes dieser drei kamen sie am 11. Oktober 1929 kahlköpfig und mit Schlitzaugen zur Welt. Welches ist Ihre vermutlich früheste Kindheitserinnerung, Frau Pulver? Ich glaube, es war, als wir umzogen aus einem Quartier Berns, das war das Kirchenfeld, an den Malerweg, wo übrigens mein Bruder heute noch wohnt. Es war einfach ein Garten, es war oder ist immer noch ein Schindelhaus, es hatte viele so kleine Zimmer und knarrende Treppen, es hatte eine Küche, die war im Keller und es war alles sehr so wie Holz geschnitzt. Es war ein sehr gemütliches Haus, nicht sehr großartig, aber einfach unheimlich gemütlich und wir hatten sehr viel Platz. Wie erinnern Sie die Jahre vor der Schule, in denen Sie als Kind meist gespielt haben und in denen Sie die Umwelt auch für sich entdeckt haben? Ich war unheimlich unabhängig, sehr früh schon. Ich bin mit meinen Freundinnen herumgestreift, auch zu den Karussells und kam manchmal nicht nach Hause. Sie waren ja schon als kleines Kind wirklich sehr ungestüm und voller Tatendrang. Und soweit ich weiß, sie kletterten auf Bäume und schauten in anderer Leute Fenster und stöberten auf Dachböden. Oder ich bin auf alle Bäume hinauf und das stimmt, dass ich vor dem Nachbarhaus stand eine große Tanne, da bin ich rauf und da konnte ich dann von außen in die Zimmer hineinschauen. Und das ahnte natürlich niemand, da habe ich sehr interessante Dinge gesehen. Was haben Sie da gesehen? Das sage ich nicht. Stimmt es auch, dass Sie Ihre Puppen am Eisenbettchen an den Haaren aufgeknüpft haben? Das kann schon vorgekommen sein. Ich habe weniger mit Puppen gespielt als mit Stofftieren. Ich hatte mein ganzes Bett voller Stofftiere. Übrigens auch lebende Tiere. Die Katze hat also Junge bekommen in meinem Bett zum Beispiel. Mhm. Aber meine Mutter war eigentlich schon sehr fortschrittlich. Sie hat sich totgelacht darüber. Und mein Vater hat sich da nicht so drum gekümmert. Tiere, also wirklich, wie Sie sagen, Katzen, alle lebenden Tiere haben Sie ja wirklich sehr gerne gehabt, vor allem Schnecken, glaube ich. Ah, das stimmt, Schneckensammlungen hatte ich, denn mein Vater hatte so einen kleinen Gemüsekarten da in dem kleinen Garten, den wir hatten. Und da war natürlich Salat und da waren irrsinnig viele Schnecken mit Häuschen. Da waren schwarz-weiß gestreifte, waren gelbe, die waren aber sehr selten und die gewöhnlichen braunen natürlich. Und da habe ich auch Schneckenrennen veranstaltet, aber das hat nicht viel gebracht, weil die immer unterwegs einschliefen. Das war typisch für Bern. Typisch für dich. Könnte das Wappentier Berns sein. Wunderbar. Ich glaube, Sie sind auch wegen der Schnecken oft zu spät zur Schule gekommen. Nein, das waren wegen der Regenwürmer. Wenn es geregnet hatte, da waren auf den Bürgersteigen war alles voller Regenwürmer und die wurden natürlich zertreten. Und damit die also heil wieder in die Büsche kamen, habe ich die alle einzeln aufgelesen und in die Gärten zurückgebracht. Und einer meiner Lehrer, der hat mich gesehen. Der hat auch nicht geschimpft, wie ich zu spät kam, hat nur zu Hause gesagt, also ich müsste dann früher von zu Hause weggehen. Wie waren Ihre Geschwister im Unterschied zu Ihnen? Wie würden Sie sie charakterisieren? Wie meine Schwester klein war, hatte ich nicht so viel Beziehung zu ihr, komischerweise. Aber zu meinem Bruder.
weil der uns immer so herumgeschickt hat. Wir mussten immer alles für ihn machen. Also man musste zum Beispiel Laub einsammeln gehen für den Garten. Und dann hat er uns mit dem Leiterwagen losgeschickt, boshaft. Er hat versucht, uns dann immer Angst zu machen. Das ist ihm sehr gut gelungen, bei meiner Schwester, bei mir nicht so gut. Ihre Eltern hatten sich aus ihren Herkunftsfamilien relativ früh gelöst und geheiratet. Vielleicht könnte man auch sagen, sie haben sich in die Ehe geflüchtet. Mein Vater lebte mit zwei Schwestern bei seiner Mutter, weil der Vater war früh gestorben. Und es waren alles Apotheker gewesen. Und er war dann der Erste, der nicht Apotheker wurde, sondern Ingenieur. Und meine Mutter hatte auch ihren Vater früh verloren, hatte fünf Geschwister. Und alle diese sechs Kinder wurden bei Pflegeeltern aufgezogen. Ich weiß nicht warum. Mein Vater ist gut bürgerlich aufgewachsen, vielleicht ein bisschen eben isoliert, aber ich weiß nicht viel von seiner frühen Kindheit. Während meine Mutter wuchs beim Direktor des Berner Inselspitals auf, der war also Chefarzt und Direktor dort. Sie ist also im medizinischen Milieu aufgewachsen, gut situiert, aber sie war natürlich nicht das Kind dieses Onkels und der Tante. Sie war eigentlich ja dann ein Pflegekind. Und das muss sie doch ein bisschen geprägt haben, dass sie bemüht war, immer alles richtig zu machen und vielleicht sich doch ein bisschen im Abseits glaubte. Das kann ich mir schon vorstellen, dass sie da ein bisschen darunter gelitten hat, obwohl sie gut behandelt wurde und alles. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben über Ihren Vater, er kümmerte sich um nichts und niemanden, war eigenbrötlerisch und introvertiert, sparsam und entsagungsvoll. Und Ihre Schwester hat ihn sogar tyrannisch genannt. Es stimmt nicht, dass er sich nicht um nichts und niemanden kümmerte, denn er ist mit uns in die Ferien gefahren. Mhm. Immer. Er hat uns immer mitgenommen, wenn er zu den Bauern fuhr aufs Land, wo er die Subventionen verteilen musste. Er hat unsere Studien finanziert. Und das war nicht leicht mit einem Beamtengehalt. Er hat sich im Gegenteil um alles gekümmert. Aber vielleicht nicht genug um seine Frau, die eben sehr lebenslustig war und die gern gelacht hat, die sehr gut gesungen hat. Sie war auch in einem Quartett, in dem, Mailänder Rohrspatzen oder so etwas, da hat sie gesungen und da ist er aber nicht hin, hat sich das nicht angehört, aber er hat sie sehr geliebt auf seine Art. Sie beschreiben sich auf jeden Fall als ein glückliches Kind, das eine unvergessliche Kindheit verbrachte. Ihre Schwester hat sich später an Sie, Frau Pulver, wie folgt erinnert. Sie war spindeldürr, körperlich und seelisch völlig unausgegoren, verlor gerade ihre Zähne, machte aber mit immer neuen Ein- und Ausfällen auf sich aufmerksam, um sich beliebt zu machen, weil die Angst von der Umwelt zu wenig beachtet, vernachlässigt, nicht genügend geliebt zu werden, ihr ständig auf den Fersen folgte. Das können Sie alles vergessen. Also ich hatte absolut kein Problem mit, auch in der Schule nicht. Ich hatte immer gute Zeugnisse. Ich kam mit allen Verwandten hervorragend zu Rand, mit den Geschwistern sehr gut zurecht. Und es hat keinen Sinn, da was hereinzugeheimnissen. Wir haben eine sehr glückliche Kindheit gehabt. In einer Schüleraufführung waren Sie dann zum ersten Mal auf der Bühne zu sehen. Und zwar im Rumpelstilzchen. Erinnern Sie sich an diese Aufführung? Ja, das weiß ich noch. Ich musste das Kostüm selber besorgen. Das war eine gelbe Pyjama-Hose. Und da habe ich einen Katzenschwanz daran genäht. Und ich glaube, die Jacke oder der Pullover war rot und ich hatte dieses Märchen natürlich mehrmals gelesen, habe mich da so reingesteigert und am Schluss ruft ja das Rumpelstilzchen, das hat ja der Teufel gesagt und springt in die Luft und reißt sich mitten in zwei. Das wollte ich, also
Nachspielen, sprang in die Luft und riss an meinem Pyjama-Bein und knallte auf den Boden, dass alle dachten, ich wäre, es ist alles gebrochen. Und es war aber nichts, nur das Pyjama-Bein war kaputt. Das weiß ich noch genau. Und da hat meine Mutter dann gesagt, also du musst Schauspielerin werden. Ich glaube, da hat das alles angefangen. Wie alt waren Sie damals? Ja, vielleicht 8. Mhm. Es war in der Primarschule. Ihre Schwester also schrieb über die damalige Zeit, man lachte viel über das lustige Kind. Am meisten lachte am Ende es selbst. Stets ein wenig übertrieben, wie es eben typisch ist für jemand, der mit Lustigkeit seine Trauer übertönt, der da lacht, wo er eigentlich lieber weinen würde. Also wie zutreffend ist diese Beschreibung in Ihren Augen? Ich war nicht traurig. Ich war ein ungeheurer Kobold und habe mich auch einfach körperlich unheimlich ausgetobt. Mhm. Und dieses Lachen, das kam einfach aus dem Übermut. In jenen Jahren begannen Sie sehr viel zu lesen. Sie haben sich beinahe festgebissen in Bücher, könnte man sagen. Wer hat Sie an Literatur herangeführt und welche Lektüre hatten Sie besonders gern? Herangeführt kann ich nicht sagen. Es war einfach wieder das Beispiel meines Vaters. Aber wir hatten natürlich auch in der Schule Pflichtlektüren. Mir hat das wahnsinnig gefallen. Also man hatte ja nichts. Man hat ja kein Fernsehen gehabt, auch kein Radio, nichts. Man durfte nicht ins Kino, da war man zu klein. Also hat man gelesen. Und ich habe einfach am Meter. Dann habe ich angefangen mit Shakespeare. Also wie ich dann anfing, mich fürs Theater zu interessieren, habe ich Shakespeare, aber eines nach dem anderen, habe ich gar nicht geschaut, wie Heinrich der Erste, der Zweite, der Dritte, der Vierte, dann kam Richard der Erste, der Zweite, der Dritte und alles an einem Zug durchgelesen. Goethe, sämtliche Werke, Schiller, sämtliche Werke, ungeheuer. Und dann fing ich sogar, dann habe ich irgendwo in den Ferien, habe ich den Homer habe ich entdeckt, habe ich die Ilias gelesen und die Odyssee und die göttliche Komödie und so weiter. Ich habe natürlich nur die Hälfte verstanden oder gar nichts. Aber das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Ihre größte Leidenschaft war das Schwärmen. Jedoch nicht nur für die Literatur, sondern mehr noch für die Liebe. Und zwar schon in frühester Jugend. Ja, ich habe schon ein paar von diesen Gymnasiasten glühend geliebt. Und ich habe ja eben immer diese Sehnsucht gehabt, mal geküsst zu werden von einem von diesen wunderschönen Halbgöttern. Mit 13 haben Sie begonnen, Tagebuch zu schreiben. Das tun Sie bis heute täglich. Auf tausenden von Seiten haben Sie nicht nur tägliche Ereignisse, sondern vor allem Gedanken und innerste Sorgen niedergeschrieben. Wie ist es zu erklären, dass Ihnen das Tagebuch näher war als Bruder, Schwester oder Freundin? Das kann ich nicht so behaupten. Sagen wir mal, es war natürlich nicht immer jemand zur Verfügung, dem ich gerade mein Leid klagen konnte, außer meiner Mutter, die war immer da, der habe ich natürlich alles erzählt. Später, wie ich dann ein bisschen reifer wurde, da kamen natürlich schon einige Philosophien zur Sprache, da kam Kritik zur Sprache über Leute, die mir irgendetwas angetan hatten und dass ich denen nicht ins Gesicht zu sagen wagte. Also diese Dinge oder richtige Probleme habe ich schon reingeschrieben. Wie es scheint, sind Sie als junges Mädchen nahezu unberührt geblieben von den Veränderungen, die sich um Sie herum in Europa vollzogen haben, nämlich Krieg, Zerstörung, Flucht und Vertreibung. Was für ein Bild wurde Ihnen seinerzeit von den Ereignissen, von den Kriegsereignissen vermittelt? Wir hörten einfach die Nachrichten. Und unser Papa, der ein sehr unabhängiger Mann war, hatte immer seine eigene Meinung und die hat er uns auch klar und deutlich mitgeteilt. Man hat natürlich gehört, erstens, wie der Krieg ausbrach, das weiß ich noch, da war ich auf dem Schulweg. Da habe ich gedacht, jetzt ist Krieg, und das war alles. Und wie der Krieg zu Ende war, war es ähnlich, denn ich hatte einfach, ich sage es ganz ehrlich, wir waren davon fast nicht betroffen. Wir hatten zwar rationierte Nahrungsmittel,
Man hört ja von einer gewissen Bedrohung, aber wir Schüler und Schülerinnen, wir hatten ganz andere Probleme. Wir wollten versetzt werden, wir hatten Liebeskummer und alles. Es klingt jetzt wirklich hart, aber es ist so, dass wir nicht viel davon mitbekommen haben. 1944 schreiben Sie in einem Aufsatz über Ihr Berufsziel als Schauspielerin Folgendes. Ich will nicht behaupten, ich habe einen festen, fehlerlosen Charakter. Aber ich will mich bemühen, etwas ernster zu werden. Für die tiefe Moral bin ich ja noch nicht reif genug. Jedenfalls, mir fehlt die Begeisterung für den gewählten Beruf nicht. Lag nicht der eigentliche Grund für Ihre Entscheidung, zum Theater gehen zu wollen, in dem brennenden Wunsch, gesehen, bewundert und begehrt zu werden? Nein, es war Rache. Dass ich keinen Erfolg hatte bei diesem Arzt, der ein fantastischer Bursche war. Der hatte damals schon 4 Autos, können Sie sich das vorstellen? Ein normaler Bürgerlicher hatte überhaupt kein Auto, der hatte 4 Autos. War ein Arzt, ein angesehener Arzt, sah toll aus, hatte ein, spielte Tennis wie, ich weiß nicht was, also wie McEnroe, also wirklich, oder wie Boris Becker, sagen wir lieber. Und ich hatte einfach keinen Erfolg bei ihm. Dann habe ich gedacht, irgendwie muss ich seine Aufmerksamkeit erregen. Und wenn ich das nicht kann, dann werde ich berühmt. Sie schreiben, Dr. Bergfried Frey, 34, verheiratet, Vater 2 Kinder, erschien mir wie ein Gott. Ich brannte lichterloh und war bereit, alles über Bord zu werfen. Stolz, Ehre und alle guten Vorsätze. Was hätte ich darum gegeben, seine Sklavin zu sein, sein Opfer, sein Geschöpf? Ja, so war das. Ja, stimmt. Das stimmt. Aber das war ein tolles Gefühl. Wenn sie lichterloh brennen, das war für mich die Erfüllung. Ich hätte alles geopfert. Ich wäre auch nicht zum Theater gegangen, wenn er jetzt gesagt hätte, ja, jetzt, ich heirate dich jetzt. Und es wäre mir auch egal gewesen, wenn er sich hätte scheiden lassen. Also das, so ist man ja, wenn man jung ist. Da hat man überhaupt kein Gewissen. Die Hauptsache wäre gewesen, ich hätte ihn geheiratet. Diese unglückliche Liebe änderte ihr Leben. Sie entwarfen ihre Lebensmaxime. Nie eine Äußerung über ein Gefühl machen. Nie die Beherrschung verlieren. Nie meine eigentliche Gesinnung zeigen. Dann lernten sie die tragische Liebesszene der Marwood aus Lessings Miss Sarah Sampson, bewarben sich in Zürich als Schauspielschülerin bei dem Dramaturgen Kurt Hirschfeld, wurden angenommen und notierten in ihr Tagebuch, jetzt werde ich berühmt, nur so kann ich mein Leid vergessen. Wie ging es dann weiter? Ja, ich habe eben dann Schauspielunterricht genommen in Bern, erst bei der Mutter von Maria Schell, Margarete Schell von Neu, aber nur ein Vierteljahr, und dann waren einfach zu viele Schüler, dann habe ich Privatunterricht genommen. Wie erinnern Sie diese Grande Dame des Theaters? Margarete Schell von Noé, die Mutter von Maria, Maximilian, Karl und Emmy Schell. Sie war einfach eine Vollblut-Schauspielerin. Sie hatte nur das in ihrem Leben, was sie interessierte. Und sie hat wunderbar vorgespielt, wunderbar korrigiert. Und sie hat auch Regie geführt in einem Stück vom Konservatorium Bern, wo wir alle mitgespielt haben, die Schüler. Und Schülerinnen, das war Des Meeres und der Liebe Willen. Ich habe die Jante gespielt, es ist nicht die Hauptrolle, aber mitgespielt hat auch Maximilian Schell, den Leander, er hat auch das Bühnenbild gemacht. Mhm. Und sie hat Regie geführt. Und das war sicher sehr niedlich, ich habe da sogar noch ein Foto davon. Sie war einfach, sie hat sich nur fürs Theater interessiert. Und das hat sie ihren Kindern mitgegeben. Die sind genauso fanatisch beim Theater, während ich eigentlich wirklich doch noch andere Interessen habe. Bereits ein Jahr später, wir sprechen vom Jahr 1949, spielten Sie am Berner Stadttheater die Hauptrolle in Clavigo, die unglücklich liebende und sterbenskranke Marie Beaumarchais. Wie kamen Sie als völlig unerfahrene Schauspielerin zu diesem Engagement? Ich bin nach dem Konservatorium in Privatunterricht gegangen zu einem Wiener Regisseur, Professor Paul Kalbeck, der war Oberspielleiter am Berner Stadttheater. Er hat mich ja so als Schülerin gleich angenommen, dann
Da er Oberspielleiter war, hat er natürlich Regie geführt in allen großen Stücken. Zuerst habe ich eine Nebenrolle gespielt in Sappho, die Rhodope, und dann sofort Clavigo, die Hauptrolle, die Marie. Die habe ich mit ihm studiert. Und der damalige Direktor des Stadttheaters, Ekkehard Kohlund, der Großvater von Christian Kohlund, hat gesagt, gut, wir betrachten das als Gastspiel auf Engagement. Wenn sie gut sind, engagieren wir uns. Er hat mich nicht engagiert. Dabei habe ich mir die Seele aus dem Leib gespielt. Da habe ich gesagt, so, ihr habt mich nicht genommen. Jetzt werdet ihr sehen, und bin also vorsprechen gegangen nach Luzern ans Stadttheater und ans Schauspielhaus Zürich. Und im Schauspielhaus Zürich, da habe ich, ich weiß nicht, schwanenweiß, arm wie eine Kirchenmaus, und ich glaube, die Kästchenszene vom Gretchen vorgespielt. Da war also Oskar Welterlin der Direktor, der Dramaturg Kurt Hirschfeld und Leonard Steckel der Regisseur von Faust II. Jedenfalls, also, ich habe schon gesehen, wie sie immer so, dass ich so geredet haben und gesagt, ja, ja, ist genug, genug und so. Wir haben eine Rolle für Sie. Kommen Sie hinauf ins Sekretariat. Ich war engagiert für Faust II. Stellen Sie sich das vor. Und Sie spielten neben Will Quartflick und Gustav Knut und, wie Sie sagen, Leonard Steckel führte Regie. Und ich glaube, an Steckel haben Sie einige ganz besondere, auch delikate Erinnerungen, ne? Er war unheimlich cholerisch. Er ist und sehr ungeduldig. Bei Faust II noch nicht. Da ging das alles sehr gut über die Bühne. Da hatte er keine Zeit, sehr viel herumzukorrigieren. Er hat gesehen, ich habe das gearbeitet. Das ging alles ganz gut. Und die Kollegen haben mich auch gelobt. Und also das ging gut über die Bühne. Aber im zweiten Stück, Launen der Doña Belissa von Lope de Vega, da war es, als ob ihn der Teufel reitet. Ich konnte keinen Satz sagen, ohne dass er mich korrigierte. Und plötzlich in einer meiner Szenen unterbricht Steckel, springt auf und sagt, ich habe Ihnen doch die ganze Zeit alles vorgespielt. Sie, Arschloch, können Sie sich das denn nicht merken? Es ist ein Wahnsinn, dass man Sie genommen hat. Und ich soll also an die Rampe vorgegangen sein und geantwortet haben, zu meinem Arschloch können Sie ruhig du sagen. Also es ist wirklich ungeheuerlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wahr ist. Und wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden. Absolut. Im selben Jahr 1949 verschaffte Ihnen ein Freund Ihrer Mutter eine erste kleine Filmrolle. Richtig los ging es dann jedoch 1950, als Sie für den Bergfilm Föhn an der Seite von Hans Albers engagiert wurden. Wie gelang es Ihnen, diese Rolle zu bekommen? Ich habe gar nichts gemacht. Sondern es gab einen Produzenten, der hieß F.A. Mainz von Pharmafilm. Und Mainz kommt her und sagt, ich habe keine Zeit, heute Abend ins Theater zu gehen. Sie interessieren mich, ja, wir können uns treffen heute Abend. Ich hatte meinen einzigen spielfreien Abend. Ich bin also dahin in den Goldenen Witter. Das ist ein kleines altes Lokal mit so vielen Tischchen. Das ist heute ein bisschen umgebaut, aber es existiert noch. Und da hat sie gesagt, so, und jetzt möchte ich mal wissen, ob Sie auch ernst sein können. Sie lachen ja immer. Spielen Sie mir jetzt eine Szene vor, eine Eifersuchtsszene, dass Sie von mir ein Kind bekommen. Los. Ich habe nur gesehen, das ganze Lokal war voller Leute und ganz eng die Tische und so weiter. Und ich habe gedacht, Vogel friss oder stirb, und fing an, ihm also eine Szene zu machen. Und habe ihn angeschrien, du Unhold, du hast mir ein Kind gemacht, ich habe kein Geld und lässt mich sitzen mit all dem. Und habe losgelegt, alle Leute hörten auf zu essen und schauten hinüber. Und dann sagt er, meins, das weiß ich noch, und sagte, gut, ist gut, so genau wollte ich das gar nicht wissen. Ja, ja, Sie sind engagiert. Nun hatten Sie also nicht nur Ihr erstes festes Engagement, noch dazu am Zürcher Schauspielhaus. Ihr Bild erschien auch auf den Titelseiten vieler Illustrierten, denn der Film Föhn wurde ein großer Erfolg. Doch die Probleme kamen auch von ganz allein. Ihre Mutter wurde in eine Klinik eingeliefert und außerdem verpassten Sie Ihre nächste große Chance beim Film. Zunächst vielleicht, um was für eine Filmrolle handelte es sich, die Sie gern gespielt hätten?
Das war Dr. Holl. Das war der Film, für den Maria Schell später den Bambi bekam, mit Dieter Borsche. Dieser Film war auf mich geschrieben. Das war der zweite Film des 3,5-Jahres-Vertrages bei FH Mainz, den er mir, diesen Vertrag hat er mir dann gegeben, nach schon Vorführen. Und ich hatte aber gleichzeitig einen Vertrag am Schauspielhaus. Jetzt kam ich da nicht raus. Und das habe ich allen erzählt, meiner Schwester, den Kollegen und allen. Ich habe gesagt, geh doch zum Anwalt, sag, du bist noch nicht volljährig und verlang mehr Gage. Ich bin zu dem Anwalt und habe mir das erzählt. Ich habe gesagt, ja, ja, glänzende Idee, natürlich. Also das, Sie haben ja einen Jahresvertrag, dann brauchen Sie die Konventionalstrafe am Schauspielhaus nicht zu bezahlen. Also hat mir das aufgesetzt. Jetzt gab mich das Schauspielhaus frei, war also gar nicht mehr nötig, mit diesem Hammer zu kommen. Ich fliege nach Hamburg, gehe zu meinem Produzenten, sage ich, und habe ihm das präsentiert. Der hat mich sofort rausgeschmissen. Am nächsten Tag war ich unbesetzt, Maria Schell spielte die Rolle. Aber beim Schauspielhaus war ich auch draußen, denn die hat mich auch unbesetzt. Ja, das war, und von da an habe ich mir geschworen, und das ist mir auch schon ein paar Mal zum Verhängnis geworden, dass ich nie mehr einen Vertrag breche. In der Folgezeit spielten Sie abwechselnd große Theater- oder Filmrollen. Beim Film wurden Sie neben Partnern wie O.W. Fischer, Paul Hubschmidt und Hardy Krüger innerhalb kürzester Zeit zum Star. Sie mieteten eine große Wohnung für sich, die Mutter und die Schwester, leisteten sich teure Kleidung und für 16.000 Franken einen amerikanischen Sportwagen. Die Liebessehnsucht hatten sie eingetauscht gegen Terminhetze, Herumreisen. Die Neugier, Bewunderung und Anhänglichkeit des Publikums. War das ein guter Tausch? Ja, das war ein ausgezeichneter Tausch. Und ich wollte natürlich ein Weltstar werden. Und ich wurde schon unruhig, wenn ich 14 Tage nichts zu tun hatte. Ich dachte, oh, was ist los? Und ich wollte eigentlich nonstop immer arbeiten. Und eben auch dann nach Frankreich wollte ich auch. Und ich wollte international sein. Ja, ich hatte ein schönes Programm. 1954 erhielten Sie die weibliche Hauptrolle in dem Film Der letzte Sommer unter der Regie von Harald Braun. Eigentlich war Ruth Leuwerig als Hauptbesetzung für die Rolle vorgesehen, bis Sie intervenierten. Ja, ich war ja damals in Hardy Krüger verliebt und er spielte die männliche Hauptrolle. Und ich habe gehört, dass Ruth Leuwerig die weibliche Hauptrolle spielen soll. Und da habe ich mir gedacht, ach, sie hat so viele Angebote. Ich frage sie, ob sie das wirklich interessiert. Ich war gerade in Hamburg, habe irgendwas gedreht. Da habe ich mich bei ihr angemeldet, bin zu ihr hingefahren und habe sie gefragt, wollen Sie die Rolle wirklich spielen? Ich sage, nein, keine Zeit. Wieso? Dann sage ich, ich möchte diese Rolle spielen. Das ist eine ernste Rolle. Das ist die Chance meines Lebens. Und ich sagte, haben Sie. Und sie war richtig beruhigt, weil sie war ein bisschen beunruhigt. Warum? Was will deine Kollegin eigentlich von mir privat? Ja, so habe ich das öfters gemacht. Wenn mich eine Rolle interessiert hat, bin ich hin und gesagt, ich möchte das spielen. Im Herbst 1954, Sie waren erst 25 Jahre alt, reisten Sie auf eigene Faust nach Paris und trafen dort mit Maurice Chevalier zusammen, der Ihnen bei dem berühmten Jean-Louis Barrault ein Vorsprechen verschaffte. Sie haben große Hoffnung in dieses Vorsprechen gesetzt. Was wurde daraus? Es ging erst im zweiten Anlauf, denn Jean-Louis Barrault wollte mich also empfangen in einer Pause seines Stücks in seinem Theater. Und das erste Mal ist er gar nicht gekommen, er hatte keine Zeit oder ich weiß auch nicht, warum es nicht klappte. Das zweite Mal durfte ich das dann endlich loswerden. Das ist die begnadete Angst gewesen. Das hatte ich am Zürcher Schauspielhaus gespielt, diese Rolle. Hatte ich auf Französisch gelernt. Und dann habe ich immer gesehen, wie er immer auf die Uhr schaut und so weiter. Das war offenbar die Pause bald zu Ende. Und am Schluss hat er dann gesagt, ich war übrigens überzeugt, dass es sehr gut war, hat er mir gesagt, ja, Sie müssen erst mal
Französisch lernen und ist gegangen. Vous avez trop d'accent. Vous avez trop d'accent und so weiter. Und ich war der Ansicht, dass ich völlig ohne Akzent gesprochen habe. Aber es war trotzdem eine Art Prüfung für mich. Das Jahr 1955 begann bezeichnenderweise mit der Arbeit an einem Film, der den Titel Griff nach den Sternen trug. Sie waren jetzt so etwas wie die deutsche Audrey Hepburn. Sportlich elegant, geschmeidig, von koboldhaftem Jungmädchencharme, aber im Typus noch nicht festgelegt. Mit dem Film Ich denke oft an Piroschka wurde der Weg frei zum Filmruhm. Zugleich war dies der Anfang einer langjährigen und überaus erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Regisseur Kurt Hoffmann. Was für ein Mensch war Kurt Hoffmann? Kurt Hoffmann war unwiderstehlich in seinem Charme, in seiner Überlegenheit, in seiner Perfektion. Er hatte ganz strahlende blaue Augen und fixierte einen so und dann lacht er sich auch über jeden Blödsinn tot, den ich so verzapft habe. Und ich habe einfach gemerkt, also das funkt einfach. Das ist, wir haben also zusammengearbeitet wie, was weiß ich, als ob wir füreinander geboren sind. Also vom Beruf her war das einmalig. Mhm. Und ich hatte einfach einen großen Erfolg bei ihm. Er lachte immer über alle meine Einfälle. Und ich wusste aber nicht, dass er dann hinterher nach der Szene hatte dann zu der Kötterin gesagt, das schneiden wir raus. Hat mich aber machen lassen, um mich nicht zu stören. Das war seine große Stärke, dass er den Schauspielern Sicherheit gab, dass er nicht zu viel herumkorrigiert hat und nicht zu oft gedreht hat. Kurt Hoffmann war es auch, der Sie spitzbübisch, burschikos und lachend auf der Leinwand sehen wollte und Ihnen damit einen wesentlichen Zug Ihres Images verliehen hat. Entsprach das auch dem Bild, das Sie von sich vermitteln wollten? Zunächst nicht. Ich wollte ja Tragödin werden. Ich war der Ansicht, dass ich ungeheuer tragisch sein kann und dass ich die Leute zum Weinen bringe. Das war für mich immer ein großes Kriterium, ob die Leute im Zuschauerraum, zum Beispiel am Schauspielhaus, das Taschentuch herausgenommen haben und sich geschneuzt haben. Das war für mich der größte Erfolg. Ich habe dabei übersehen, dass natürlich mein Typ völlig gegenteilig war. Ich hatte irgendwie, mussten die Leute lachen über mich und sie mussten nicht nur, sie wollten lachen, sie wollten nicht weinen, wenn sie mich sahen. Gar nicht so leicht, das erstmal herauszufinden. Und Kurt Hoffmann hat mich dann immer zu meinem Glück gezwungen, indem er eben dann die Filme auf mich schrieb. Das waren alles Komödien. Und am Schluss habe ich dann 10 Filme mit ihm gemacht. Die wichtigsten Ihrer Filmrollen verdanken Sie der Vermittlung Ihrer Agentinnen Elli Silmann und besonders Ilse Alexander. Wie und wann schlossen Sie Ihre Bekanntschaft? Das war natürlich beim ersten Film, bei Föhn. Da war die Bedingung, dass ich auch einen Agentenvertrag unterschreibe von Elli Silmann, die sich mit Ilse Alexander zusammengetan hat. Und diesen Vertrag habe ich heute noch, obwohl beide gestorben sind. Die Agentur wird jetzt von Carla Rehm weitergeführt. Und wie haben Sie diese Frauen damals in Ausübung ihrer Tätigkeit als Agentinnen zum Beispiel bei Vertragsverhandlungen erlebt? Ja, manchmal war ich nicht so einverstanden. Ich fand manchmal, dass sie mir zuredeten, eine Rolle zu spielen, auch wenn sie dann wirklich nicht gut bezahlt war. Und ich fand, ja, sie hätten noch ein bisschen handeln können. Oder sie wollten, dass ich einen Film mache, den ich nicht wollte, weil er eben dann wieder eine Komödie war. Da hatte ich immer ein bisschen Kämpfe. Vor gewissen Fehlentscheidungen konnten die beiden sie auch nicht bewahren. So zum Beispiel, als es um die weiblichen Hauptrollen in den Filmen Ben Hur und El Cid oder um eine Nebenrolle in VIP ging, die ihnen Ende der 50er bzw. Anfang der 60er Jahre
aus Hollywood angeboten wurden. Warum haben Sie diese Angebote abgelehnt? Ich hatte anderweitig Verträge. Ich habe Ihnen ja gesagt, wenn ich 14 Tage nichts zu tun hatte, da wurde ich unruhig und dann habe ich mich eingedeckt mit Verträgen. Und bei allen drei Filmen war ich einfach schon gebunden. Was für Eindrücke sind Ihnen von Ihren Besuchen in Hollywood 1957, 1958 und 1963 in Erinnerung geblieben? Ich war schon sehr beeindruckt mit diesen großen Studios und diese Weltstars alle kennenzulernen. Und das Klima, das roch so ganz, das war wie Parfum, die Luft, wenn man aus dem Flugzeug stieg, dann hat man schon gerochen, dass man in Amerika ist. Eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Ich war unheimlich beeindruckt. Besonders als ich dann Zeit zu leben, Zeit zu sterben dort fertig machen musste, Nachaufnahmen und Werbung machen. Da war ich ja hin und her gerissen und ich wollte unbedingt also in Amerika Karriere machen. Erinnern Sie sich an bestimmte Begegnungen, die Ihnen mehr oder weniger gefallen haben? Ich habe ganz große, große internationale Schauspieler kennengelernt. Also Cary Grant, Robert Taylor, Rock Hudson, Doris Day. Und das war für mich ein Traum, solche Leute kennenzulernen und zu sehen, dass sie vollkommen Menschen waren wie Sie und ich. Also wirklich kein Unterschied. Dagegen, dass der Drehbetrieb hat mir weniger zugesagt, weil das ist ja wie in einer Kaserne. Das ging dort zu, wie, also da kriegt man keine Luft mehr, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich diesen Rhythmus durchgestanden hätte auf die Länge. Und Sie hatten auch den Wunsch, immer parallel in Europa und in Amerika drehen zu können. Ja, ich hatte schon, wie ich diesen 5-Jahres-Vertrag unterschrieb, ein ungutes Gefühl und hatte mir gedacht, jetzt muss ich nach Amerika, ich lasse meine Familie zurück, ich lasse alles zurück, woran ich gewöhnt bin. Ich weiß nicht, was dort auf mich wartet. Wie wird das sein? Habe ich Erfolg? Lassen die mich fallen? Ist es, wie ist das? Hänge ich da völlig in der Luft? Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss wieder nach Hause. Und 1963, um vielleicht auf den letzten Besuch zu kommen und auf die letzten Dreharbeiten, als Sie A Global Affair mit Bob Hope gemacht haben, hat es Ihnen schon nicht mehr so gut gefallen? Nein, da war ich aber selber schuld ein bisschen. Ich war vollständig abgehetzt. Ich hatte schon drei Filme gemacht. Ich hatte gemacht Frühstück im Doppelbett, ein fast anständiges Mädchen und jetzt war das der dritte Film. Und ich konnte bald nicht mehr japsen. Also ich war froh, als ich wieder zu Hause war. Können Sie sagen oder vermuten, warum die meisten deutschsprachigen Schauspielerinnen, einige Namen habe ich genannt, Maria Schell, Lieselotte Pulver, Hildegard Knef, Elke Sommer und es hat ja einige andere gegeben, ich glaube, Senta Berger hat auch in den USA gedreht, warum die sich da nicht wohl und auch nicht wohlgefühlt haben und auch nicht lange gehalten haben? Ich glaube, das hat nichts mit Amerika zu tun. Das ist, weil man sich losgelöst hatte von seiner Familie, von seiner Umgebung, von allen Bekannten und Freunden und plötzlich in ein ganz anderes Land, in eine andere Atmosphäre hinein verpflanzt wird, wo man wahrscheinlich nur gerne ist, wenn man natürlich Fuß fasst, indem man entweder heiratet, jemanden von drüben heiratet oder viele Freunde hat oder einen Riesenerfolg hat. Mhm. In dem Moment ist es denkbar, dass man in Amerika Fuß fassen kann. Aber ich weiß nicht, wer das gewesen ist, der das gesagt hat, dass man nach 30 in Amerika nicht mehr eine Existenz aufbauen kann. Nach 30 nicht mehr. Vorher ja, nachher nicht mehr. Ist was dran vielleicht. Im Gegensatz zu Amerika hatten Sie damals umso mehr Erfolg in Deutschland, wo Sie unter anderem die Literaturbearbeitungen der Buddenbrooks nach Thomas Mann drehten, Zeit zu leben, Zeit zu sterben nach Erich Maria Remarque, natürlich das Wirtshaus im Spessart und das Glas Wasser mit Gustav Gründgens, der in dieser Produktion zum ersten Mal seit 1942 wieder vor der Kamera stand.
Welche Wirkung hatte dieser so bewunderte wie umstrittene Künstler auf Sie? Es war eine große Ehre, es war ein Erlebnis, ihm zu begegnen und ihm zuzuschauen, mit ihm zu sprechen. Und einmal hat er mir einen Blumenstrauß nach Hause geschickt, wie ich drehfrei hatte, und ein Kärtchen dazu: Drehen ohne Sie ist halb so lustig. Ich kann sich vorstellen, was das für mich für einen Eindruck war. Aber ich war natürlich nervös, nicht? Ich hatte große Szenen mit ihm und die wurden praktisch durchgedreht. Sehr viel Text. Und also ich, wenn ich den Film sehe, ich merke, wo ich nervös war. Mit den anderen Schauspielern viel weniger als mit ihm. Denn für mich war er ein Phänomen. Also wenn man sich vorstellte, er war Schauspieler, Regisseur, Intendant, er hätte genauso gut Minister werden können. Er konnte alles. Er war in allem perfekt. Bevor Sie einen Ihrer größten Filmerfolge drehten, nämlich 1, 2, 3, lernten Sie 1960 Ihren Ehemann, den Schauspieler Helmut Schmidt, kennen, den Sie im darauffolgenden Jahr geheiratet haben. Aus was für einer Umgebung und aus was für einer Familie stammt Ihr Mann? Das ist also eine Schauspielerfamilie. Sein Vater war Schauspieler, Regisseur und Intendant, ein bisschen wie Gründgens, hat nach dem Krieg verschiedene große Theater saniert und hat auch Helmut beschäftigt als Anfänger. Seine Mutter war Sängerin, wie übrigens meine Mutter auch. Meine Mutter war ja auch Sängerin, und seine Mutter und meine Mutter hatten am selben Tag Geburtstag. Das ist ja auch interessant, und geheiratet haben sie an meinem Geburtstag, an einem 11. Oktober. Das waren alles so Zeichen und Wunder, wo ich mir gedacht habe, das ist einfach Schicksal. Sie und Ihr Mann waren im Wesen wahrscheinlich ziemlich verschieden, nicht? Nein, wir waren ganz ähnlich. Ja, dann, das möchte ich Sie fragen, bitte ich Sie, wie würden Sie ihn in seinem Wesen und seinem Charakter beschreiben? Er war einfach ein richtiger Mann. Etwas Männlicheres kann man sich gar nicht vorstellen, auch im Aussehen. Einfach groß, blond, blaue Augen, gerade Nase und muskulös. Und dann war er ganz, wie soll ich sagen, war natürlich viel gescheiter als ich. Das habe ich vorher ja schon immer gesagt, dass das sehr wichtig ist. Er hatte Matura, ich nicht, ich hatte nur ein Handelsdiplom. Aber das Niveau war ungefähr so dasselbe. Er war sehr musikalisch, er war ein Opernfan, also Wagner begeistert. Das habe ich ihm dann abgeguckt, das habe ich auch gelernt, dass mir also Wagner anfing zu gefallen. Er hatte denselben Humor, aber er war immer viel realistischer als ich. Er war mir immer einen Schritt voraus, er war in allem immer besser, war auch im Beruf besser. Er wusste viel besser Bescheid, hat viel mehr gespielt als ich. Der war schon längst ein Star, da war ich noch Anfängerin. Er war sportlich ein Ass, also alles, was er anfing, konnte er sofort, hat er irrsinnige Kraft gehabt. Ha, das war der Mann meines Lebens. 1961, unmittelbar vor dem Bau der Mauer, begannen in Berlin die Dreharbeiten zu Billy Wilders 1, 2, 3 mit James Cagney, Horst Buchholz, Hans Dotar und Ihnen natürlich. Wie haben Sie diese Rolle bekommen? Sie erzählen hier in Ihrem Buch: Ich bin angetreten mit viel zu engem Rock und falschem Gewitterbusen gegen Nadja Tiller, Ingrid van Bergen und Kai Fischer. Ja, das habe ich erst hinterher erfahren, wer meine Rivalinnen waren. Ich wurde einfach besetzt. Billy Wilder wollte mich haben, ich weiß nicht wieso. Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an die Filmarbeit mit Billy Wilder denken? Man hatte natürlich schon eine Riesenspannung in sich. Man wusste, das war der zur Zeit beste Regisseur der Welt. Er hat schon geguckt, was man macht. Er ließ einen zwar auch machen, aber dann hat er doch sehr oft gedreht. Im Gegensatz zu Kurt Hoffmann, der nur einmal drehte meistens, hat sehr oft gedreht. Und nur mit Anspielungen, aber man merkte sofort, das hat ihm nicht gefallen. Und dann musste man, also manchmal 10, 12 Mal musste man es wiederholen. Und wenn man ihn dann gefragt hat, war es jetzt besser, dann sagte er, nein, schneller.
Und das war das Kriterium. Es musste einfach rasant sein. Das Tempo musste rasant sein. Die Dialoge, musste alles kommen. Und ich weiß, dass James Cagney mal eine Szene hatte mit also seitenlangen Texten, seitenlang. Ein Wasserfall nach dem anderen. Und immer passierte irgendetwas. Entweder er hatte einen Satz ausgelassen oder es war oder ein, ich weiß nicht, das Licht stand nicht richtig oder der Partner hat sich geirrt. Und das, an diesem Nachmittag, ich war da, weil ich eigentlich auch drehen sollte. Und da hat es, glaube ich, 32 Male gemacht. Dann hat Billy gesagt, nein, wir müssen abbrechen, wir machen morgen nochmal. Mhm. Dann hat er morgen nochmal, ich glaube, über 20 Mal gedreht. Und einmal lief es durch. Perfekt. Und im letzten Satz lief ein Beleuchter durchs Bild. Berühmt geworden in 1, 2, 3 ist eine Szene, in der Sie als Abbild der Monroe mit platinblonden Haar und in einem hautengen Kleid auf dem Tisch tanzen. Nur wenige Monate später war Marilyn Monroe tot. Was für ein Gefühl war das für Sie? Ich hatte gerade ein Kind bekommen, da erinnere ich mich genau, beim Krankenhaus und habe das in der Zeitung dann gelesen, ja. Konnte es gar nicht fassen. Ich konnte es nie begreifen. Es ist vielleicht auch wie bei Gründgens ein Versehen gewesen, zu viele Schlafmittel oder zu viele Schmerzmittel, irgend so etwas. Umso mehr, als Sie in diesem Film sozusagen Ihre Inkarnation, also Ihr Abbild gewesen sind, nicht? Ich hatte keine Beziehung sonst zu ihr eigentlich, nein. Ich habe komischerweise auch Ihre Filme alle nicht gesehen gehabt, viel später erst. Und dennoch haben Sie sie auf Anweisung von Billy Wilder fast perfekt imitiert. Ja, das hat mir alles vorgespielt, wie sie geht, wie sie den Mund halb offen hat und was sie auf dem Tisch machen würde, hat er mir alles vorgespielt. Die folgenden Jahre haben Sie persönlich als den Höhepunkt Ihrer Karriere bezeichnet. 1962, im Jahr der Geburt Ihres Sohnes Mark Tell, drehten Sie an der Seite Ihres Mannes den Publikumserfolg Kohldiesels Töchter. 1963 die US-Produktion A Global Affair, darüber haben wir schon gesprochen vorhin, mit Bob Hope. 1964 in Frankreich Monsieur mit Jean Gabin. 1965 Pulverfass und Diamanten mit Jean Marais. Und 1966 die Nonne mit Anna Karina. Sie erhielten Spitzengagen, eine Reihe begehrter Auszeichnungen wurden in Bonn von Konrad Adenauer empfangen. Privat schienen sie weniger glücklich, kaum Zeit für das Kind und die lang ersehnte Ehe, Arbeitsüberlastung, Chaos durch den Umzug in das eigene Haus, Schwächeanfälle, schließlich eine zweite Schwangerschaft, die ihnen zu dem Zeitpunkt gar nicht so recht gelegen kam. Sie hatten so viel erreicht und waren trotzdem nicht wirklich glücklich. Doch. Warum nur? Ich war glücklich. Wie kommen Sie darauf? Weil Sie in Ihrem Buch all das, was ich eben auch rekapituliere, so aufzählen, als sei das eine unglaubliche Belastung. Es war eine physische Belastung gewesen. Physisch, denn ich war ja über 30 und ich habe fast jedes Jahr drei Filme gemacht, daneben noch Theater gespielt. Dann habe ich angefangen, Fernsehen zu machen. Das ging alles neben den Filmen her. Ich habe immer gedacht, da muss ich auch anfangen. Fernsehen muss ich mitmachen. Und hatte natürlich wenig Zeit für Helmut manchmal, wenn ich lange weg war. Dann hat er woanders gedreht als ich. Und so da, das stimmt, das hat mir schon sehr zugesetzt, die Trennung von Helmut. Unter Ihren Partnern von Bühne und Film sind große Namen. Lil Dagover, Hans Albers, Brigitte Horney, Gustav Gründgens, Kurt Jürgens, Klaus Kinski, Horst Buchholz, Vittorio De Sica, Jean Gabin, Philippe Noiret, Juliette Gréco, Jean Marais und Orson Welles. Welche Ihrer Kolleginnen und Kollegen haben menschlich gesehen einen wirklich bleibenden Eindruck in Ihnen hinterlassen? Das ist sehr schwer zu beurteilen, weil ich die meisten privat gar nicht kennengelernt habe. Ich habe sie eigentlich nur in der Arbeit erlebt. Am meisten beeindruckt hat mich, also von meinem Mann jetzt mal abgesehen, Heinz Rühmann. Heinz Rühmann gehört für mich zu den größten deutschen Schauspielern. Das ist eine Art Chaplin.
Man weiß nie, soll man weinen, soll man lachen. Perfekt, unverwechselbar. Und alles war so unbeschreiblich komisch und liebenswert. Und diese Stimme, ich habe ihn geliebt. Gab es unter den weiblichen Darstellerinnen auch, gab es eine Kollegin, die Sie besonders mochten? Ich mochte sehr gerne Nadja Tiller. Nadja war für mich ein bisschen so ein Vorbild. Ich hätte gerne so sein mögen, wie sie war. Sie war eine wirkliche Sexbombe. Und da war sie eine richtig tolle Schauspielerin. Es gab im deutschen Film der 50er und 60er Jahre eine ganze Reihe weiblicher Stars mit sehr unterschiedlicher Aura. Hildegard Knefer, die Unbeugsame. Nadja Tiller, von der Sie gerade sprechen, der Vamp. Maria Schell, die Fragile. Ruth Leuwerick, die Tragische. Marianne Koch, die Moderne. Sie selbst haben auf Bühne und Leinwand die unterschiedlichsten Rollen verkörpert. Tragödin, Dorftrottel, Dame, Mädchen vom Lande, Königin, Heilige, Sexbombe oder Geistliche. Welche Ihrer Rollen war Ihnen die liebste und Ihrem Wesen nach die nächste? Piroschka kommt der Sache sehr nahe. Weil sie ein naives Naturkind ist, außen herum problemlos, also natürlich und voller Liebe, Landkind, und dann doch eben eigentlich tragisch im Verzicht auf den jungen Studenten. Die andere ist Kulises Töchter. Das sind meine zwei Seiten, der Trampel und, ja gut, das, die selbstbewusste junge Frau. Ja, das glaubt man nicht, aber sie ist schon ein bisschen. 1968, Sie waren 40 Jahre alt, machten Sie sich nach eigenen Worten fertig zum Abstieg, eigentlich mehr zum Absturz. Mein Leben änderte sich schlagartig. Warum änderte sich Ihr Leben schlagartig? Weiß ich nicht. Es war einfach überall der Wurm drin. Es sind, da kamen auch die 68er Jahre, nicht, wo Opas Kino beerdigt wurde. Und dazu gehörte Kurt Hoffmann und ich offenbar auch. Und es wurde plötzlich schwierig mit, dass man nicht besetzt wurde. Einiges habe ich abgelehnt oder habe gedacht, ach, das kann ich mir leisten, ich warte, bis was Besseres kommt. Und dann kam plötzlich nichts mehr oder sehr wenig. Ich habe ja sehr früh schon Fernsehen gemacht. Ich habe 1954 schon die erste Live-Sendung gemacht mit einer kleinen Stadt und habe im 56 zwei Live-Spiele gemacht. Unter anderem die Lerche und die Smaragdengeschichte. Dann habe ich längere Zeit nichts gemacht beim Fernsehen, aber mit dem Regenmacher hatte ich dann doch auch so eine Art Durchbruch beim Fernsehen. Dann fing ich an, Serien zu machen, 1970 mit meinem Mann, eine Familienserie. Theatertourneen, insgesamt 10 Theatertourneen mit meinem Mann zusammen. Sie waren manchmal monatelang unterwegs, von Stadt zu Stadt. Und die Film- und Fernsehangebote, vor denen Sie sich früher kaum retten konnten, wurden immer seltener. Sie haben sich damals neben den Tourneeproduktionen versucht, auf das Privatleben zu konzentrieren. Aber ich glaube, Sie waren für diese Art bürgerlichen Lebens nicht wirklich geschaffen. Sie waren auf jeden Fall nicht darauf vorbereitet. Ich habe mich umgestellt. Das gibt es wirklich, dass man von einem Beruf plötzlich genug hat. Man hat zu viel gemacht. Man würde gerne noch einen Meisterschuss landen, einen ganz tollen Film machen oder eine ganz tolle Fernsehserie machen. Und wenn man dann sieht, dass das alles eigentlich gar nicht mehr möglich ist oder man hat einige Versuche sind fehlgeschlagen, dann denkt man, warum eigentlich? Warum muss ich mir das antun? 1988 erlitt Ihr Mann einen schweren Schlaganfall und musste fortan gepflegt werden.
Wenige Monate später nahm sich Ihre Tochter das Leben. Können Sie erläutern, was für eine Entwicklung diesem tragischen Tod vorausging? Auf jeden Fall haben wir es nicht kommen sehen. Wir haben gedacht, sie hat Schwierigkeiten in der Schule. Sie hatte Schwierigkeiten. Einmal sollte sie nicht versetzt werden, dann kam sie in ein Internat. Da hat sie den Anschluss gefunden, war überglücklich. Dann war sie aber wieder so passiv und so nicht zufrieden und lief weg. Und wir haben gedacht, ja, das ist ein Backfischallüren. Ach mein Gott, vielleicht nimmt sie auch Hasch und so weiter, hat auch Hasch genommen. Und wie es dann passiert war, fielen wir aus allen Wolken. Aus allen Wolken. Das hätte ich, hat niemand erwartet. Melisande, 1968 geboren, ich habe es vorhin gar nicht erwähnt. Sie verehrte David Bowie wie einen Gott. Wussten Sie, dass auch in seiner Familie mehrere Fälle von Geisteskrankheit und Suizid vorkamen? Und dass er diese Tatsache ebenso wie die Wirkung von Drogen immer wieder thematisiert hat in seinen Liedern? Nein, das wusste ich nicht. Ich habe David Bowie hier und da singen gehört, aber das hat mich nicht sehr beeindruckt, muss ich sagen. Aber David Bowie war ja ihr großer Schwarm. Sie liebte ihn ja abgöttisch. Und sie hat alle Platten gehabt von ihm und sie war ganz vernarrt in ihn. Für junge Menschen in diesem Alter sind ja sehr oft Texte von Liedern von ungeheurer Wichtigkeit. Könnte es sein, dass sie sich mit diesen Texten, die Sie nicht kennen, Frau Pulver, aber die bekannt sind bei jungen Leuten, sehr stark identifiziert hat? Ich weiß nicht, ob sie so abhängig war. Sie war hochintelligent. Ich glaube schon, sie hatte genug Kritik, um das einzuordnen. Als 1992 ihr Mann starb, war dies das Ende aller Wege. Sie schrieben, ich war mehr tot als lebendig, ausgebrannt und zerbrochen. Ich hatte kein Ziel, keine Aufgabe mehr. Wie haben Sie diese Zeit überstanden, Frau Pulver? Wie haben Sie das geschafft? Wenn man muss, kann man. Ich hatte keine Wahl. Ich habe einfach weitergewurschtelt. Ich habe das Buch geschrieben, das erste Buch. Habe ich noch ein zweites geschrieben, ein drittes. Das dritte heißt, meine Wunder dauern etwas länger. Es dauert alles ein bisschen länger bei mir. Ich bin aus Bern. Da, wo die Schnecken zu Hause sind. Ja, man muss einfach froh sein, dass es immer wieder weitergeht, dass man gesund ist, dass man Freunde hat. Und dass man lebt. Dass man lebt, ja. Sie sind ja trotz Ehe und Familie eigentlich nie ein wirklicher Familienmensch in dem Sinne gewesen. Wie wichtig ist heute Nähe anderer Menschen für Sie? Und wer ist um Sie, der Ihnen wichtig ist? Das bedeutet mir alles heute. Mein Bruder zum Beispiel ist eine ganz zentrale Person in meinem Leben immer gewesen. Ich habe ihn immer um Rat gefragt. Er ist 4,5 Jahre älter als ich. Und er ist ein wandelndes Lexikon. Ich brauche gar nicht nachzuschlagen, ich brauche ihn nur anzurufen. Er hat wahnsinnig viel Humor. Ja, und ich habe ein paar sehr, sehr gute Freunde, die ich unbedingt, unbedingt brauche. Die brauche ich ganz, ganz dringend. Wenn Sie Ihre beruflichen Erfolge einmal außer Acht lassen, wie würden Sie den Menschen nach Ihrem Tod gern in Erinnerung bleiben? Frau Pulver. Vielleicht als jemand, der ein gutes Herz hatte. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.